Anfangs sei es etwas holprig mit den Rückmeldungen der Firmen gelaufen, so die Verantwortlichen. Doch schließlich haben sich 19 Betriebe in der Papst-Benedikt-Schule in Straubing vorgestellt. Aber bevor die Schüler mit den Arbeitgebern ins Gespräch kamen, veranstaltete man am Vormittag in der Turnhalle ein lockeres Zusammentreffen. Schirmherrn der Veranstaltung, Oberbürgermeister Pannermeier und stellvertretender Landrat Josef Laumer. Also ich habe mich über diese Initiative wirklich sehr gefreut, weil man muss ja mal ehrlich sein, es wird über das Thema sehr viel gesprochen, es wird sehr viel geredet, aber wichtiger ist es, glaube ich, wirklich Anlässe zu schaffen, wo der persönliche Kontakt hergestellt wird, wo man die Chance hat, auch Vorurteile abzubauen, offene Fragen zu diskutieren. Und vor allem, was glaube ich ganz gut war, gelungene Beispiele der Inklusion aufzuzeigen. Und diese Beispiele machen Mut. Und ich hoffe und wünsche einfach, dass das gelingt, auch auf dem Arbeitsmarkt noch weitere Erfolge zustande zu bringen. Moderator der Veranstaltung war Holger Kiesel. Er präsentierte sich als positives Beispiel, denn auch er sitzt im Rollstuhl. Nach der Schule hat er sich beim Bayerischen Rundfunk beworben. Bis heute ist er glücklich in seinem Traumberuf. Über die Firma Hamann Autosysteme in Straubing wurde berichtet, dass sie rund 65 Menschen mit Handicap beschäftigt. Anfangs lief alles sehr gut, doch als der Druck in der gesamten Firma stieg, wurde es schwieriger. Eine Kollegin hat mir erzählt, sie hat morgens, und da kann ich jetzt nur sagen, was ich vorher gehört habe, die behinderten Mitarbeiter oder Mitarbeiter mit Handicap sind bestimmt nicht mehr, ich würde sogar sagen, weniger krank wie die anderen. Die ging zur Arbeit, hatte riesige Schmerzen und bat die Kollegin, Mensch, kannst du mir das kurz abnehmen? Dann hat die Kollegin gesagt, kommst wieder, wenn du gar nicht mehr kannst. Und das schmerzt dann schon ein bisschen. Also das Gegenseitige, das Menschliche, das geht für mich ein Stück verloren. Ein freundlicher Umgangston und viel Verständnis sollten den Behinderten entgegengebracht werden, so Theo Huber. Auch die Organisatoren erleben täglich hautnah mit, wie schwierig es für alle ist, eine geeignete Ausbildungsstelle zu finden. Deshalb hat der Runde Tisch Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen die Jobmesse organisiert. 3 Straubinger Schulen nehmen an dem Projekt teil, die Papst-Benedikt-Schule, die Bildungsstätte St. Wolfgang und das Institut für Hörgeschädigte. Der persönliche Kontakt ist uns nämlich heute an diesem Tag der Begegnung das Wichtigste. Und nur wenn man gewisse Grenzen, Hürden, Barrieren überwindet und aufeinander zugeht, miteinander spricht, dann lassen sich Barrieren abbauen, ob es jetzt gedanklicher Natur sind oder andersartig, egal wie, im persönlichen Kontakt lässt sich vieles letztendlich beheben oder aus dem Weg räumen. Ein weiteres Ziel, die Schüler sollen geeignete Praktikumsplätze finden und die Krönung eine passende Ausbildungsstelle. Pannermeier betonte in seiner Rede, dass es auf den Willen und das Engagement aller Beteiligten ankomme.